Hallo und herzlich willkommen zur, sechsten Folge Outlast müsste es jetzt sein. Ich habe absolut keinen Plan mehr, wo wir sind, was wir machen müssen. Weil zwischen den Aufnahmen ist ein bisschen Pause gewesen. So, ich sehe aus wie sonst was. Ja. Genau. Ja. Ich gucke einfach mal. Ich muss jetzt immer wieder mit der Steuerung so ein bisschen klarkommen. So. Was müssen wir denn jetzt überhaupt machen? Das. Wir werden das schon rausfinden, ne? Die Duschen. Okay, das hört so, als wenn da drin einer duschen würde. Kommen wir von da oder müssen wir da? Hier müssen wir erst noch hin. So war das. Ich habe, wie gesagt, absolut keine Ahnung, was sonst war. Ich hätte mir vielleicht die letzte Folge nochmal angucken sollen. Aber ja. Du Arsch! Du hässlicher kleiner Arsch, Alter. Mann, ey. Warum? Ich hoffe, du bist jetzt weg, ansonsten klatsche ich dir eine. Puh, Junge. Ich glaube nicht, dass ich da rein will. Ich muss da rein. Oh Scheiße. Hat er eine Zwangsjacke? Ja, hat er. Kann er mal weggehen? Bruder. Alter. Hallo. No joke, ne? Wo ist er? Da ist er. Ich muss da, glaube ich, hoch. Warte mal, wir locken den mal hierher. Ja. Ja, so ist gut, so ist gut, so ist gut, so ist perfekt. Gönnung. No, I'm gonna need some help getting clean. Nurse. Ich komme jetzt aber wieder dazu, wo wir waren. Mann, wieso müsst ihr mich immer angreifen? Es juckt mich. Danke, Kumpel. Danke, soll ich dich hier rausholen? Ja. Schade, ich hätte ihn gern raus. Nein, och Mann, das ist der älteste Trick. Wenn er. Safe gar kein Problem, Alter. Oh, Dokumente. Witness heißt übrigens Zeuge. Ich will mir die nur kurz angucken. Gruselig vorlesen.
Rudolf G. Wernicke. Dr. Rudolf G. Wernicke, Alter 90, verstarb am 28. Februar 2009 in Ausübung der Arbeit, die er liebte. Er wurde 1918 in München, Deutschland geboren und erlangte großes Ansehen in mathematischen und wissenschaftlichen Kreisen durch die Veröffentlichung eines Artikels in Kooperation mit dem frühen Computerpionier Alan Turing. Nach ungeklärten Verstrickungen mit dem deutschen Kriegstreiben wanderte er 1949 dank eines Visums des State Departments in die Vereinigten Staaten aus. Nach etlichen Jahrzehnten der Forschung im Auftrag der Regierung in Los Alamos setzte sich Dr. Wernicke in New Mexico zur Ruhe, wo er sich der Landschaftsfotografie und der Pflege seiner Katzen widmete. Kurz nach der Jahrtausendwende kam er nach Colorado, um sich an den Wohltätigkeitsprojekten der Murkoff Corporation zu beteiligen. In einer Erklärung des Konzerns wird Dr. Wernicke als ein wahrer Menschenfreund mit einem großzügigen Wesen bezeichnet. Er hinterlässt keine Hinterbliebenen. Achso, der ist ja schon tot. Also kann ich ja nicht nach dem suchen. So, ich glaube, ich muss zeigen. Yep, muss ich. Es leckt ab und zu ein bisschen. Oh, hast du mich erschrocken? Saß du nicht gerade noch da? Ich spiele jetzt auch gerade so ein bisschen mit dem Nachtsichtmodus und so rum. Weil ich hörte, dass man da... Aua! Mann! Nein! Wieso? Greif mich nicht an! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Oh! Na gut gerettet, Alter. Moin! Servus! Moin! Da muss man auch runter, aber vielleicht ist hier irgendwo noch was. Da können wir nicht lang, dann lässt er einfach mal runterspringen. Yay! Tot. Bruder, wieso leckt das so hart? Worldwide, oh no. Was notierst du dir? Das Wort Wallrider tauchte überall auf. Murkoff hat hier ein Experiment durchgeführt, das Projekt Wallrider heißt. Aber die Patienten sprechen von Wallrider, als ob es eine physische Präsenz wäre, ein Geist oder Dämon. Etwas, das sie im Berg gefunden haben. Ich würde es gerne als schizophrene Einbildung abtun, aber ich habe etwas gesehen. Vielleicht war es eine kleine Störung in der Kamera. Oder vielleicht werde ich auch langsam verrückt. Und weil ich, Idiot, nicht zum richtigen Punkt geguckt habe, werden wir es in diesem Let's Play nicht sehen. Wo muss ich überhaupt lang? Oh mein Gott. Bruder. Scheint so, als wenn wir da runter müssen. Hör mal auf zu heulen. Ich wechsle dich gleich auf. Das ist eine Batterie, das ist schon mal wunderprächtig. Und da müssen wir scheinbar runter. Gucke ich nochmal zur anderen Seite, was da vielleicht noch ist. Alter. Mutti hat gekocht. Ah ja. Okay. Gut. Dann gehen wir da jetzt tatsächlich lang.
So, mal gucken, dass das mit der Zeit so hinhaut. Weil ich will ja nur so eine Viertelstunde machen, immer so pro Folge. Und die Viertelstunde kann eigentlich gar nicht früh genug enden. So, ich wechsle die jetzt mal. Alter, was ist das schon wieder für eine Musik? Es ist zwar nur ein Faden. Oder so. Ne? Der wollte scheinbar flüchten. Digga, wie leer ist denn die Batterie schon? Weißt du? Okay, da können wir rübersteigen. Ich denke mal, wir werden hier auch verfolgt. Okay, wir werden nicht verfolgt. Oder vielleicht werden wir verfolgt und ich habe es einfach nur noch nicht gesehen. Da liegt einer. Hier hat gerade irgendwas aufgeflackert. Ach, das kam von oben. Der springt mich safe gleich an. Ah ne, der ist tot. Oder er sitzt einfach nur ganz gemütlich da. Wir müssen jetzt natürlich durch. Wenn jetzt von rechts oder links was kommt, ne? Digga, wieso kriegst du schon wieder Schiss? Da kann ich mich irgendwo durchzwängen. Lesen zum Beruhigen. Mit Bleistift auf die Rückseite eines Aufnahmeformulars geschrieben, Handschrift gleicht Schriftstücken des Patienten Vater. Okay. Dieser Gott ist real. Was wir so lange für Geister, Gespenster, Wahnsinn hielten, wir haben es nur absichtlich ignoriert. Die Schuppen auf Sauls Augen waren Furcht. Und wenn wir hinter sie blicken, sehen wir wahrhaftig. Dies ist das Geschenk des Wallrider. Das Evangelium des Sands. Die größte Sünde der Welt besteht darin, Gott absichtlich zu ignorieren, als eine Offenbarung zu erlangen und sie der wartenden Herde vorzuenthalten. Dieser Ort, sich der Erlösung in den Weg zu stellen, ist eine Sünde, für die keine Strafe zu hart ist. Ja, der spricht mir aus der Seele. Ein Herz! Denke ich meiner Gattin. Da können wir nicht mehr. Also, jetzt habe ich eine Ehrenrunde gedreht, genau. So, a lower junction. Ich muss das Wasser ab. Oh, weil du nicht tauchen kannst. Kleiner Saftsack. Oh ne, 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 oh ne. I'm out, I'm out. Ne. Das ist doch hier unser Fetti, unser Ingo. Ja, und mit Ingo spielen wir erst in der nächsten Folge. Ja, dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Ich habe mich zu Anfang der Folge erschreckt. Wir müssen eigentlich mal so einen Scream-Counter machen. Ja, ich überlege mal, ob ich mich jetzt noch an die Aufnahmen eines anderen Spiels setze, damit ihr auch ein bisschen Abwechslung bekommt. So. Und ja, dann bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt.
und bis zum nächsten Mal. Ciao.